Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Es ist ein bisschen frisch, deswegen bin ich auch hier im Mantel und Schal. Aber ich hoffe, viele Bilder machen es spannend, wärmen auf, machen es kurzweilig. Vielen Dank für die Einladung, hier beim ADC zu sprechen. Ein Ort, wo natürlich, die Höhle des Löwen, viele Kreative sitzen und auch der Diskurs, und deswegen sind auch die Fragen und Antworten wichtig, der Diskurs wichtig ist, wie eigentlich auch Räume kommuniziert werden können. Architektur und das Storytelling in der Architektur wird zunehmend wichtig und nicht nur in Messeständen oder im Marketingbereich, sondern wirklich auch, wie man einen emotionalen Wert in die Architektur bringen kann, damit auch eine andere Art von Aneignung oder Inbesitznahme, kreatives Weiterdenken passieren kann. Ich muss mich sputen, weil die Zeit fortgeschritten ist. Der Vortrag heißt Kurzschritt Wood. Es geht um Visionen. Das eine sind Vorschläge für eine Stadt der Zukunft, wo sich die Mobilität auch verändert hat. Also eher ein Blick aus der fernen Zukunft in die Jetztzeit. Und das andere ist ein Herausgucken von jetzt in die Zukunft, so eine Art Prototypen, eine Art von prototypischer Architektur, wie wir sie machen, die vielleicht Anklänge an so eine Auseinandersetzung haben können. Jetzt habe ich hier zwei Teile, das nehme ich jetzt. Kurzschritt Wood. Die Vision in die Zukunft nannten wir Away. Und das ist der Beitrag, den wir zum Audi Urban Future Award 2010 eingereicht haben. Mittlerweile sind viele Sachen akut geworden, vielleicht auch manche gar nicht mehr so akut. Trotzdem haben sich einige Themen hier entwickelt, die heute, glaube ich, die Idee von wie Mobilität und Immobilien sich gegenseitig beeinflussen, interessant weiterentwickelt haben. Hier kann man vielleicht sagen, die Idee von Nachhaltigkeit oder wann unsere Zukunft sich verändert hat, kann man relativ klar auf ca. 1986 beschränken. Damals wurde das Ozonloch entdeckt. Und in der Zeit haben wir, glaube ich, alle verstanden, dass sich was ändern muss in der Art und Weise, wie wir kommunizieren, wie wir konsumieren, wie wir uns bewegen und auch wie wir produzieren. In dem Bereich kann man vielleicht nochmal zurückgucken, was Mobilität angeht. Wir kennen Ideen von Mobilität in der Zukunft. Und wir wissen das alles, das ist so allgemeingut in unseren Gedächtnissen. Wir fliegen also, wir bewegen uns dreidimensional, wir bewegen uns bis auf den Boden der Meere, wir bewegen uns in verschiedenen Galaxien, wir reisen bis ins Zentrum der Erde, wir fliegen durch die Zeit, wir bewegen uns in den Blutadern der Körper, wir gehen in andere Dimensionen und die Dimension hängt noch ein bisschen. So, oder wir teletransportieren uns. Alles Vorstellungen von Bewegung in der Zukunft, natürlich auch bei Matrix die Reise ins Virtuelle. Das ist vielleicht der Blick in die weitere Zukunft. Wir haben aber mittlerweile Ideen, wie die nähere Zukunft aussehen soll. Das gibt die Elektromobilität, das assistierte Fahren, die Idee, wie mit der Einführung von Elektromobilität auch ganz andere Infrastrukturnetze sich entwickeln können. Das ist ungefähr die Realität, wie wir heute fahren. Man isst, man liest, man telefoniert, man rasiert sich, man liest Zeitungen, man trinkt Kaffee. Aber es gibt so eine Art digitalen Horizont, da kommt was auf uns zu. Durch die Apps oder durch andere Formen von Augmented Reality haben wir schon mittlerweile dieses Feedback einer ganz anderen Informationsrealität beim Autofahren. Also Autofahren selber ist nicht mehr nur fahren und irgendwo hingehen, sondern gleichzeitig kommunizieren, Informationen bekommen, sich orientieren an bestimmten Interessen. Wir haben ganz neue Formen von Bewegungen und Zeichensprachen entwickelt, die wir alle mittlerweile schon blind können. Wir haben auch einen digitalen Körper, mit dem wir uns durch die Welt bewegen. Jeder hat sein soziales Medium bei sich und bestimmte Profile in unterschiedlichen sozialen Medien, die einen in Verbindung zu anderen Leuten bringen. Wir haben Architekturen entwickelt, The Wall, aus der Realität in das Virtuelle übertragen. Aber auch die Elemente selber fangen an, miteinander zu kommunizieren. Big Data, wir kennen das alles, oder das intelligente Netz. Objekte, Körper, Straßen, Architekturen, Film ab, kommunizieren miteinander. Das heißt, wir sind im Prinzip nur noch Informationswolken oder Datenwolken, die sich unterschiedlich zusammensetzen und dann entweder eine Straße bilden oder ein Haus oder einen Körper oder ein Auto und so weiter. Weiter bitte. Diese
Überschwemmung an Daten nannten wir digitaler Tsunami. Und wenn dieser digitale Tsunami in die Stadt kommt, dann entstehen ein paar fantastische Sachen. Das war ein Beispiel, wo in Sao Paulo die Werbung verboten wurde, weil die Stadt überwuchert wurde von diesen ganzen Billboards. Vorher, nachher, die Häuser traten wieder in den Vordergrund. Ähnlich könnte man sagen, wenn die Autos selber fahren, wenn wir wissen, wie wir uns orientieren müssen, dann kann der ganze Quatsch, der im Moment noch bei uns auf der Straße rumsteht, Lampen, Fußübergänge, Schilder, das kann alles weg, denn die Autos wissen, wann sie halten müssen, sie wissen, wann sie auf andere Verkehrsteilnehmer reagieren und auf einmal ist der Blick wieder auf die Architektur und den Straßenraum da. Ähnlich kann man vielleicht als Beispiel die Earth Hour nennen. Dann, wenn das Licht der Monumente ausgeschaltet wird, irgendwann im März ist es jedes Jahr. Eigentlich geht es darum zu zeigen, man kann Energie sparen. Aber was entsteht, ist auf einmal die Stadt wird wieder anders sichtbar. Und ähnlich kann man auch sagen, wenn die Autos wissen, wo sie hinfahren, brauchen sie kein Licht mehr. Das heißt, das, was man heute wahrnimmt von Stadt in der Nacht, sind ja hauptsächlich die Verkehrsadern. Wenn das also alles dunkel wird und ausfällt, dann steht wieder die Stadt selbst im Vordergrund. Dieser Verkehrsfluss, der bisher noch ein Stop and Go ist, wird wirklich zum Fluss. Die Autos können aufeinander reagieren. Auch Verkehrslagen oder Stadtlagen, die an Verkehrsadern liegen, die im Moment jetzt nicht unbedingt attraktive Wohnbereiche sind, werden sich verändern. Wenn die Autos leise sind, weil sie elektrisch betrieben sind, wenn es keine Verschmutzung mehr gibt, können das auf einmal wieder 1A-Lagen werden. Ähnlich wie Flüsse vor 100 Jahren schmutzige, laute Verkehrsstraßen waren, heute ist die Wasserlage wieder ein ganz anderer, attraktiver Ort in der Stadt. Also auch hier entstehen Umwertungen. Man erkennt hier der Blick über die Daten auch in die Häuser hinein. Wenn man also heute Bauanträge einreicht, dann gibt man meistens nur die Pläne ab, Grundrisse, Ansicht, Schnitten. Aber in Zukunft kann man sich gut vorstellen, dass man damit auch ein 3D-Modell abgeben muss und auch die ganze Infrastrukturangaben für die Haustechnik, für das Funktionieren der Häuser, die ganze Logistik. Also ähnlich wie die Informationen von Nest heute wichtig sind, um sich selber mit dem Haus zu koordinieren, kann sowas auch irgendwann mal in ein intelligentes Netz an Informationen für die Stadt komplett aufbauen. Ob man das will oder nicht, das ist ein Märchen, um zu sehen, wo die Entwicklungen, die heute schon anfangen, vielleicht in Zukunft hingehen können. Und Märchen sind immer dazu da, auszulösen, dass man darüber diskutieren soll und kann. Wenn Autos selber fahren können, dann kann man die gleiche Anzahl von Autos auf weniger Spuren reduzieren. Das heißt, auf einmal wird vielleicht Platz in der Stadt frei, wenn verschiedene Spuren und auch das Auto selbst braucht man ja dann nicht mehr. Man nimmt sich eines von der Straße, wenn man es braucht. Also auch der private Autobesitz wird in Frage gestellt. Auf einmal entsteht Platz mitten in der Stadt. Und zwar dort, wo die parkenden Autos und die vielen Verkehrsstraßen nicht mehr notwendig sind. Und was macht man mit diesem zusätzlichen Platz? Die Chance, dass die Stadt innerhalb der Stadt wieder wachsen kann und nicht mehr an den Stadträndern weiter sich entwickeln muss, ist der Bereich, wo dieses Extra stattfinden kann. Extras haben auch eine interessante Geschichte. Es gab immer so eine Art von Komfort- oder Sicherheitsbedürfnis, warum man bestimmte zusätzliche Programme in unserem Wohnbereich haben wollte. In den 50er Jahren waren Atombunker das Nonplusultra. In der Schweiz hatte man das mehr als hier in Deutschland. Der Panic Room ist so ein Phänomen aus den 90ern, vielleicht eher aus Amerika. Jetzt gerade ist der Trend zur zweiten Küche. Also man kocht irgendwo und da gibt es nochmal diesen Block, wo die Suppe ein bisschen brodelt, wenn man Gäste hat. Der Tischtennisraum war so ein Phänomen aus den 60er, 70er Jahren. Der Wintergarten ein Phänomen aus den 80ern. Und heute ist es eher der Balkon, aber vielleicht noch viel eher die Extraschicht 14 cm Wärmedämmung, wo sich das Haus erweitert. Also hat jede Zeit andere Visionen oder Vorstellungen, was dieses zeitgenössische Gefühl des Komforts ausdrückt. Wichtig sind aber auch so Bereiche wie Grün in der Stadt, hier die Highline in New York, bevor sie umgebaut wurde, oder auch solche Bottom-up-Maßnahmen, dass Parkplätze in kleine Grünbereiche umgesetzt werden. Also was sind so die Spekulationen, diese Möglichkeitsräume, die wir in den Bereichen ansiedeln können? Das ist wie so eine Art Massage- oder Poke-Zone, also man stupst so an und guckt, was ist machbar, was ist denkbar, was kommt zurück. Wie so eine Kruste, die sich hier drüber legt zwischen Haus und Stadt, eine Art von Verhandlungsmasse und Verhandlungszone. Das heißt, die Verbindung, diese Interaktivität zwischen innen, außen, privat, öffentlich, diskret, indiskret, all das steht zur Verhandlung.
Vielleicht ein spekulativer Blick, wie sowas dann im Straßenraum aussehen kann. Das Auto fährt also nicht mehr selbst, es kommuniziert mit bestimmten Hilfsmedien, einmal der Satellit von weiter weg und dann das Auto selbst als Near-Distance-Assistent. Und das Auto ändert sich von der Fahrmaschine hin zur Erfahrungsmaschine. Das heißt, wenn ich im Auto fahre, muss ich gar nicht mehr nach vorne gucken. Das Auto kann eine Art von Interaktionsfläche werden zwischen mir und der Stadt. Ich kann auf eine andere Art und Weise ausblenden, einblenden, fokussieren, was mich an der Stadt interessiert. Und so hatten wir vorgeschlagen, dass die Windschutzscheibe dieses Interface wird. Das heißt, ich kann dort, wie mit meinem Profil, was ich bei irgendeinem sozialen Medium habe, mit der Stadt in Kontakt treten, beziehungsweise mit den anderen Bürgern. Das wäre jetzt der Blick aus dem Auto. Ich kann meinen Modus einstellen und meinen Status. In dem Fall bin ich unsichtbar. Ich fahre also als nicht eingeloggter durch die Stadt. Das ist der Blick aus dem Auto. Ich kann aber auch sagen, heute will ich nur grün sehen. So wie man in 50er Jahren zum Autoausflug in die Natur fuhr, kann man in der Stadt alles ausblenden über diesen Screen, was nicht Natur ist. Und ich sehe dann einfach nur noch die Bäume. Oder ich bin auf der Suche nach Immobilien. Ich habe also hier, Flirt-Status. Ich bin also auf dem Weg, mich in der Stadt zu vergnügen und schalte mal meinen Status auf Flirten. Oder man kann es auch noch ein bisschen intensiver suchen. Dann gibt es die Möglichkeit. Das Auto als Kommunikationsmittel ist interessant und wichtig. Und es gibt auch Beispiele aus anderen Kulturen, wo das so da ist. Das ist fast schon paradox. Während das verbündete Saudi-Arabien eine in weiten Teilen zutiefst anti-westliche, geschlossene Gesellschaft aufweist, ist Teheran einfach nur schön. Die viel, viel westlicher und offener sind, die den religiösen Fanatismus der Herrschenden erdulden, ohne ihn zu teilen. Das gilt vor allem für die Jugend in den Städten, die lieber so leben würde wie in New York, Paris oder Berlin. Und im Stillen tun sie das auch. Sie sind keine Revolutionäre, aber sie führen ein ständiges Doppelleben, mit dem sie ganz privat gegen die Mullahs und ihre Sittenwächter aufbegehren. Jasmin Hekmati nimmt uns mit auf eine Fahrt durchs nächtliche Teheran. Ein Teheran, das so ganz anders ist als das der Khomeinis und Ahmadinejads. Der Gebetsruf verklingt und die Nacht bricht ein über Teheran. Jetzt strömt alles auf die Straßen. Sherezade, Farnas und Suhail streifen am liebsten im Wagen durch die Stadt, so wie die meisten jungen Leute. In Teheran ist das Auto mehr als ein Transportmittel. Viele Orte gibt es ja sonst nicht. Deshalb fahren wir meistens mit dem Auto in der Gegend herum. Manchmal gehen wir auch in ein Restaurant zum Abendessen, in ein Café oder im Park spazieren. Aber die meiste Zeit verbringen wir im Auto und drehen unsere Runden. Wer denkt, im Auto sei man abgeschnitten von den anderen da draußen, der irrt. Die jungen Leute tauschen ihre Telefonnummern aus und schließen Freundschaften. Das ist ein Weg, sich gegenseitig kennenzulernen. Man fährt im Auto herum, sieht sich, fährt dem anderen hinterher und kriegt seine Nummer. Vielen Dank. Weiter. Also hier Kontakte zwischen unverheirateten Männern und Frauen eine sind ja spannende Idee, verboten. Wie wirklich Autofahren ein anderes Kommunikationsmittel darstellt. Ich habe das selber mal erlebt, deswegen kam ich auch darauf, das in der Arbeit zu dem Away Audio of the Future Award einzubauen. Denn es ist wirklich so, zwischen 10 Uhr nachts und 2, 3 Uhr morgens gibt es Bereiche in der Stadt, da ist wirklich Megastau. Aber nicht, weil jemand von A nach B kommen will, sondern weil die wirklich dort einfach von einem Kreisverkehr zum anderen Kreisverkehr, zum gleichen Kreisverkehr und so hin und her fahren, 3-4 Stunden lang. Und in einem Auto sitzen 4 Mädels, im anderen 4 Jungs und so geht es von Auto zu Auto und man hat die Fensterscheiben unten und spricht einfach miteinander und so wie es hier dargestellt war, lernt sich kennen. Das hat damit zu tun, dass natürlich in Teheran kaum Restaurants oder Kneipen oder Clubs zur Verfügung stehen und das im Moment die einzige Möglichkeit ist, wie einfach man sich, ja, wie es hier beschrieben wurde, gegenseitig kennenlernen kann. Also ein Phänomen, was wirklich so ohne Auto gar nicht funktionieren würde. Zurück zu der Interface, zum Interface. Wir haben hier also jetzt nochmal den Status Busy im Bereich Real Estate. Ich fahre durch die Stadt, suche mir eine Wohnung oder Büroräume und kriege dementsprechend eingeblendet, was
für mich wichtig ist, beziehungsweise ausgeblendet, was für mich nicht wichtig ist. Das heißt, wir haben einen selektiven Blick auf die Stadt, der wirklich ganz personalisiert ist. Ich fahre nicht mehr durch Berlin oder Hamburg oder Paris, sondern ich fahre durch meine Stadt und Sie fahren durch Ihre Stadt und er fährt durch seine Stadt und Sie fährt durch Ihre Stadt. Das heißt, ich kann ganz individuell einstellen, was eigentlich für mich die Stadtkomponenten sind. Wenn ich jetzt aber ständig meinen Eiffelturm dabei haben will, wenn ich mich durch die Stadt bewege, könnte ich auch den einblenden. Also wirklich eine Art von eigener Customized Urban Environment Situation, die möglich wäre. Wir nennen das so eine Art Möglichkeitsraum, beziehungsweise ein optionaler Raum, wie die Stadt funktioniert. Und ich fand das Poken immer ein interessantes Phänomen, ähnlich wie das Wetter. Man spricht über Wetter, wenn man mit jemand ins Gespräch kommen will oder auch wenn man nicht mehr richtig weiß, was man sagen will, bietet es eine gute Art des Abschlusses an. Ähnlich ist das Poken einfach so eine Art in Kontakt treten. Es muss sich nichts daraus ergeben, es kann sich aber ein interessantes Gespräch daraus ergeben, also eine Art von optionaler Kommunikationsanbindung. Wir nannten deswegen die Stadt der Zukunft Pokeville. Es gibt ein echtes Pokeville, das ist ein bisschen nördlich von New York, haben wir dann entdeckt. Das sind nur 2-3 Straßenkreuzungen, ein Kentucky Fried Chicken und 3 Farmen. Aber unser Pokeville sieht anders aus. Es ist praktisch dieser Datenraum, der sich als Struktur entwickelt, in dem man sich hineingeben kann. Ich poke gerade auch weiter, jetzt geht's wieder. Wo eine Art von Dynamisierung stattfindet. Pokeville sieht bei uns so aus, ein Denkmodell für die Stadt der Zukunft. Und jetzt gibt es auch nochmal einen Film dazu. Ein Flug durch Pokeville. Ja, das war das Hausgemachte aus unserem Haus. Sie haben bestimmt Agenturen an der Hand, wo sowas mittlerweile viel noch dramatischer zu inszenieren wäre. Man erkennt aber im Prinzip die Datenstruktur als Skelettstruktur, als Inbesitznahme von Raum. Ein Modell, was strukturell zum Denken anregen kann, wie die Stadt der Zukunft aussehen kann. Vor allem die Art von Kommunikation, Datenzugänglichkeit, Kontrolle und Stadtstruktur. Wenn das also alles sich so entwickelt, wird sich auch das Ozonloch wieder schließen und es geht wieder weiter von vorne. Um aber zu zeigen, wie wir als Architekten vielleicht schon an den Konsequenzen so einer Art von Architektursprache arbeiten, wollte ich gerne noch ein paar, ich habe noch 11 Minuten, noch ein paar Projekte zeigen, die die architektonische Umsetzung dieser Skelettidee oder diese Frage von, wie Öffentlichkeit neu inszeniert oder gelebt werden kann, sich in Architektur umsetzen lassen. Ein paar Beispiele hier aus Hamburg, hier an der Alster 1, ein Bürogebäude, was wir vor 5 Jahren fertiggestellt haben. Also die Art von elastischer Architektur, die wirklich so, wie so eine Verhandlungsmasse sich auch räumlich artikulieren kann. Ups, eins zurück. Das ist eine Villa bei Ludwigsburg. Davor hatte ich gerade irgendwie ist ein bisschen durcheinander. Es gibt, können wir weiter drücken? Für die Autostadt in Wolfsburg eine Ausstellung zur Mobilität und Nachhaltigkeit mit Art und Com zusammen. Hier wirklich, wie Informationen eng eingebettet sind in die räumliche Struktur. Für die Universität in Karlsruhe die Mensa Moltke.
hier ein Prototyp auch, was die Materialität angeht, ganz neu entwickelt. Ein Holzbau mit einer Polyurethanbeschichtung. Das Elastische auch wirklich in der haptischen Realisierung oder in der Wahrnehmung des Gebäudes umgesetzt. Eins der größten Projekte für uns, Georgien, aber nicht, weil die Gebäude so groß sind, sondern weil es wirklich ganz viele, wie so Akupunkturnadeln im Land für eine Art von Innovation und Neudefinition des Landes bedeutet. Hier, wo die blauen Punkte sind, sind optionale oder gebaute Projekte von uns. In Sapi, die Grenzstation zwischen Georgien und der Türkei, direkt am Schwarzen Meer. In Georgien kann man auch wirklich bis an die Grenze baden. Ein ganz anderes Verständnis von Nachbarschaft. Die Grenze ist wirklich gedacht als Ort des Sich-Treffens. Es sind dort Konferenzräume, ähnlich wie bei Hotels an Flughäfen eingerichtet. Terrassen, Cafés, mit denen man übers Meer gucken kann. Wirklich ein Ort des Zusammenkommens und nicht so sehr des Trennens. Hier nochmal der Blick auf die Grenze. Irgendwie hängt es ein bisschen wieder. Wir haben auch versucht, Architektur als Innovationsstandort oder als Innovationsmedium zu nutzen, um wirklich die Fähigkeit der Industrie vor Ort zeigen zu können. Also auch inwieweit Konstruktionsmethoden neu entwickelt werden können, inwieweit Verarbeitungsmöglichkeiten zeigen, auf welchem Stand die jeweilige Kultur oder die Industrie ist. Hier nochmal ein Blick aufs Schwarze Meer. In Lassica soll eine Stadt oder ein Hafen gebaut werden mit einer Stadt für 500.000 Einwohner. Und als erster Ort, um diesen Platz zu markieren, haben wir diese Skulptur auf einem Pier im Schwarzen Meer gebaut. Steht im Moment noch ein bisschen verloren da, wird sich aber irgendwann mal verändern und zum Stadtareal weiterentwickeln. Man sieht gerade noch diesen ersten Boulevard, das Rathaus. Also wirklich ganz spannend, so ganz frisch an so einer Stadtgründung beteiligt zu sein. Ne? Nochmal der Blick ins Meer, auch die Dimensionen ganz gut erkennbar. Und in Gori die Autobahnraststätten. Georgien insofern spannend, weil wirklich ganz viel Infrastruktur neu gebaut werden müssen. Wir haben also hier Architekturen, die vielleicht für manche Leute das Einzige ist, was man sieht, wenn man sich von A nach B, also von meistens Türkei nach Aserbaidschan bewegt auf der Autobahn. Und so wurden auch die Architekturen, die man vielleicht gar nicht normalerweise als Orte für Architektur empfindet, wirklich zu wichtigen Stationen entlang dieser Straße. Hier Autobahnraststätten, wo auch eine Art Arts and Crafts Markt oder eine Art landwirtschaftlicher Markt mit eingebrechtet sind, genauso wie auch zum Beispiel Supermärkte, die es bisher so gut wie gar nicht gab in Georgien. Diese Gebäude werden auch zum Teil gebaut, wo noch gar keine Autobahn ist, weil man zeigen will, in allen Bereichen des Landes geht es um eine Art von Verbesserung und Infrastruktureinrichtungen, die wirklich zeigen, das Land ist auf dem Weg in eine andere Zukunft. Und hier sind es aber jetzt beides Gebäude, die schon an der Autobahn stehen. Was ich zum Schluss noch gerne zeigen möchte, ist unser Projekt in Sevilla, Metropol Parasol, eine große Struktur mitten in der Stadt von Sevilla. Hier wurde eigentlich im Zentrum, wo früher der Markt stand, ein neuer öffentlicher Raum geschaffen, der vielleicht als Prototyp gelten kann, wie am Beginn des 21. Jahrhunderts öffentliche Räume gedacht und gelebt werden können. So natürlich eine Idealsituation, denn das ganze Stadtgefüge von Sevilla ist relativ intakt, mittelalterlich. Anscheinend die größte mittelalterliche Altstadt Europas. Und wir haben hier im Stadtzentrum die Situation vorgefunden zum Wettbewerb, wo ein Schotterplatz für 30 Jahre lang den Markt ersetzt hat. Das war ein provisorischer Parkplatz. Hier sieht man es nochmal mit dem roten Punkt. Mitten in dem Ei der Altstadt liegt das Ganze. Und die Idee war, dass mit diesem Projekt einmal der ganze Bereich wieder revitalisiert wird, eine Zukunft bekommt und vor allem, dass der südliche Teil der Innenstadt, der sehr gut funktioniert und wo auch die ganzen Einrichtungen und Verkaufsstraßen sind, als Entwicklung nach oben wie so eine Art Brückenschlag funktioniert. Das hat sehr gut funktioniert. Nördlich von Metropol Parasol liegt jetzt Soho von Sevilla, so heißt es mittlerweile. Also viele junge Läden, Vintage-Furniture-Geschichten, tolle Restaurants. Also hier entsteht eine ganz neue Eigendynamik, die vorher so gar nicht da war. Man erkennt auch, dass überall
in diesem engen Stadtgefüge. Diese großen Einrichtungen sind entweder die Stierkampfarena oben oder die Kathedrale, das Rathaus, eben jetzt auch Metropol Parasol. Als Dachstruktur war das die erste Idee für uns, Schatten wieder auf den Ort zu bringen, denn nur dann schafft man es auch, sich aufzuhalten in den heißen Monaten im Sommer. Ich klicke jetzt einfach immer weiter, weil es dauert sonst zu lang. Die Reaktionszeit ist ein bisschen schwierig. Wir haben hier wirklich im Stadtzentrum selber diese Struktur, die alle wichtigen Straßen miteinander verbindet. Das Ganze war ausgelöst eigentlich durch den Bau einer Tiefgarage, die dann gestoppt wurde, nachdem man in 6 Meter Tiefe römische Ruinenreste gefunden hat. Die Stadt nutzt diesen Moment, um wirklich dieses Fenster in die Geschichte von Sevilla zu etablieren als archäologisches Museum. Und darüber entsteht jetzt unsere Struktur als so verschiedene Lagen von Nutzungseinrichtungen. Das heißt nicht nur ein neuer öffentlicher Raum als Platz, sondern wirklich als eine Art Schichtung von verschiedenen Aktivitäten. Es gibt dort wieder die Markthalle, es gibt Gastronomie, es gibt Einkaufsmöglichkeiten, es gibt die Archäologie, es gibt oben im Dach ein Restaurant und eine Aussichtsplattform. Und genau im Dialog mit der alten Stadt steht diese Struktur Metropol Parasol als neuer Innovationsindikator für Sevilla. Warum ich das aber zeige, ist, weil, und ich hoffe, die Bilder gehen ein bisschen schneller, weil sonst schaffe ich es in der Zeit nicht mehr, die Idee, wie dieser Ort benutzt wird, ist wirklich eine Art von neuer Art, wie Öffentlichkeit auch so einen Platz annehmen kann. Wir hatten am Anfang sehr viel Kritik, wo es hieß, ja, hier will sich der Architekt verwirklichen, wobei natürlich der Architekt immer nur eigentlich die Wünsche des Bauherrn umsetzen kann. Wir bauen es ja nicht selber. Und man hat dann relativ schnell gemerkt, nachdem es fertig war, dass es eine ganz andere Art von Identifikation mit dem Ort ausmacht, dass die Menschen das annehmen, Touristen sowieso, aber auch, es ist wirklich ein Punkt, wo man, wenn man abends in die Stadt flanieren geht, wirklich immer hinläuft. Auch die Sevillaner durften umsonst nach oben fahren das erste Jahr. Das heißt, auch das war immer Teil vom normalen Spazierengehen, sich in der Stadt verabreden. Hier sieht man mal den Schatten. Nord-Süd ausgerichtet, macht es um die Mittagszeit so ein Raster, aber dann ein bisschen später sieht es schon wieder anders aus. Hier sind es dann auf einmal diese tollen Bögen. Nochmal ein Close-up zur Mittagszeit und ein bisschen später sieht es schon wieder so aus. Also auch hier entsteht durch die lichten Schattenwirkung eine Dynamisierung des Ortes. Wenn man es dann von oben anguckt, also aus der Bing Map, dann ist es fast eine unsichtbare Struktur. Interessant wird es dann, wenn es praktisch angenommen wird oder wenn es in den Alltag sich integriert. Hier nochmal der Dialog mit den bestehenden Architekturen drumherum. Wir haben also immer diese neue Architektur in Bezug zur Architektur aus der Geschichte. Und wenn wir gefragt wurden, was macht das Ganze relevant für Sevilla, das hat ja nichts mit der historischen Architektur zu tun, war meine Antwort immer, Sevilla steht eigentlich für eine komplette Innovation und Erneuerung von Europa durch die Integration und Umwandlung der arabischen Kultur vor einigen hundert Jahren. Und diese Verantwortung der Innovation ist unser Bezug eigentlich zu unserem Projekt Metropol Parasol in Sevilla. Das ist der größte Holzbau der Welt, wie wir uns sagen ließen von den Ingenieuren und Holzbaufirmen. Das ist eine Polyurethanbeschichtung, eine Technik, die wir bei der Mensa in Karlsruhe entwickelt haben. Hier also nochmal der Blick in die verschiedenen Bereiche. Jetzt wird es langsam spannend, und zwar wenn wir dann sehen, wie eigentlich die Aneignung stattfindet. Ein Beispiel sieht man auch in dem kleinen Surfboard, was hier oben hängt, dass es eben ein digitaler Entwurfsprozess war. Wir könnten sowas jetzt nicht unbedingt von Hand entwerfen, beziehungsweise man kann es vielleicht, aber an solchen Stellen sieht man, dass es doch diese digitalen Entwurfsprozesse sind. Es gibt dieses Nord-Süd ausgerichtete Holzraster und es gibt diese unsichtbare Hülle, organische Hülle. Alles, was in der Hülle drin ist, ist gebaut und sichtbar. Das Raster geht aber unsichtbar eigentlich weiter. Und im Entwurfsprozess mussten wir sehr oft reagieren auf entweder statische Anforderungen. Hier braucht man mehr Höhe, hier kann es ein bisschen leichter werden, da müssen wir leichter werden, also weniger Aufbau. Oder auch von Denkmalschutz, wo es hieß, hier ein bisschen niedriger, da könnt ihr höher gehen und so weiter. Und immer dann, je nachdem, wie diese Hülle sich verändert, größer und kleiner wurde, landet dann mal einfach so ein Stück innerhalb oder außerhalb. Aber das sind dann genau diese interessanten Schnittstellen, die sich immer wieder in dieser Verhandlungsmasse gezeigt haben.
Der blickt dann oben über Sevilla vom Dach. So, und als es dann fertig war, und wir hatten natürlich auch viele Kritiker, hauptsächlich aus den Kirchenkreisen und aus der katholischen Gemeinde, wie kann man sowas mitten in der Stadt bauen? Das riskiert ja unsere Semana Santa, das sind die wichtige Zeremoniewoche vor Ostern. Naja, im Jahr nach der Eröffnung war es auf einmal auf dem Cover, also kann es nicht so schlimm gewesen sein, wenn man damit sogar den ganzen, die ganze Organisation und den ganzen Ablauf und Stundenplan damit zeigt. Oder, an Weihnachten letztes Jahr war es dann Teil der Inszenierung für den Weihnachtsmarkt. Dieses Jahr wieder Semana Santa. Man sieht auch hier natürlich, die Kommunikation funktioniert auch manchmal so, dass man gar nicht selber guckt, sondern man guckt durch die Likes und durch die Kommentare der Freunde. Also dieses Posten, Twittern, Kommunizieren ist natürlich genauso Standteil des öffentlichen Lebens oder vielleicht sogar noch viel mehr, als das wirklich vor Ort sein und mitbekommen. Semana Santa vor 2 Jahren. Oder Konzerte zu klassischer, traditioneller Musik. Es gibt das Flamenco-Festival dort. Also unterschiedliche Inszenierungen, die immer wieder den Ort neu bespielen. Natürlich gibt es eine Facebook-Seite. Es taucht in verschiedenen Musikvideos auf, hier für ganz cheesy Latino-Pop. Es funktioniert aber auch für Hip-Hop anscheinend. Wieder cheesy Latino-Pop oben auf dem Dach. Und für Public Viewing Eurogames 2013 war das, glaube ich, letztes Jahr. Spanien hat gewonnen. Der ganze Ort war natürlich ideal als der Bereich, wo man sich trifft und zusammen feiert und mitfiebert. Wir haben auch schon Schießereien dort gehabt. Mach weiter. Schießereien, also ein Krimi-Film, der auch dort gespielt hat, ein Action-Thriller. Dann, bitte? Ein Action-Thriller, es gab natürlich auch schon Werbung, Volkswagen hat den neuen Golf-Kombi auch schon dort dargestellt. Gay Pride oder das Comic-Festival, auch hier entstehen dann erste Arten, wie man diese Architektur wieder nimmt und sie weiter verändert und wieder anpasst und wieder anders interpretiert. Und das finde ich einfach ein tolles Zeichen zu sehen, wie man so eine Art Anstoß für weitere kulturelle oder Produktionen geben kann. Dann 2 Jahre später taucht es dann auch im Magazin, im Modemagazin von Sevilla auf. Und wichtiger Punkt war natürlich 2011, als die spanische Revolution losging, also die Indignados über die Zukunft ihrer Generationen gesprochen haben. Und in Sevilla war es auch wieder das Metropol Parasol als der Ort, wo man über Zukunft diskutiert hat. Es gab Sit-ins, es gab Veranstaltungen. Hier war natürlich diese große Treppe auch ideal für Konzerte oder Reden. Und was ganz spannend war, dass die Architektur in dem Fall das Programm organisiert hat. Normalerweise spricht man ja bei funktionaler Architektur immer um Erfüllung von Raumprogrammen, die man als Architekt machen muss. Hier war es andersrum, wir haben eine Struktur vorgegeben und die Revolution hat sich danach organisiert. Jeder Fußpunkt, wir hatten 6, wurde programmiert. Eins war die Küche, das andere war der WLAN-Sender, das dritte war dann irgendwie die Anmeldung für bestimmte Workshops. Und es gab auch einen Plan dazu, ich habe den leider, ich finde das Bild nicht mehr, aber hier war wirklich auf einmal die Architektur, das was so eine Art von gemeinschaftlicher Zusammentreffen organisiert hat. Und man durfte dort auch nachts schlafen. Was gibt es für ein schöneres Geschenk, was die Stadt an ihre Bürger geben kann, wenn man sich sogar im Schlaf aufgehoben fühlt? Somit sind Möglichkeitsräume aufgedacht. Wir können weiter träumen. Ich hoffe, dass es keine Albträume sind. Es geht um Visionen für die Zukunft. Vielen Dank und noch einen wunderbaren ADC-Kongress. Dankeschön. Applaus